Ja, Kupfer kannst du nicht anbauen, kannst aber abbauen. Nee, abbauen kann ich es Also. nicht. Da musst du vielleicht ein bisschen Bergmann trainieren. Bei Bonta, wo ich hier bin, bei dem Sumpfland, da auf dem Land drüber, da gibt's so lauter Minen. Da ist ganz viel Kupfer drin und all möglicher Scheiß. Ja, was ist? Ja, die Gildenbank kriegen wir erst mit Level 4, da brauchen wir mehr Gildenpunkte. Ja, stell einfach 10 Gegenstände her, scheißegal was. Bier kann man immer herstellen, so gut wie immer. Zum Beispiel der Wohner macht immer Bier. Schwammerl, ey, das ist ja Wahnsinn. Ey, vor allem, ich brauche zum Anbau von einem Schwammerl oder zum Abreißen von einem Schwammerl brauche ich 5 Sekunden, Alter, das ist voll übertrieben. Verstehen, weil die Stufe noch nicht so hoch ist von dem Bauer. Deswegen braucht das so lange. Alter, das ist ja unerträglich. Wo kann ich denn die Ranged Weapon oder Long Distance Weapon lernen? Distance Weapon? Ja, Fernkampf. Hier, Fernkampfwaffen Schmied. Achso, ja, einfach nur Waffenschmied, das ist auch mit drin. Oder war das Schnitzer? Oder nee, ist Schnitzer überhaupt ein Beruf? So ist normal der Waffenschmied. Okay.
wenn ihr so seltene Sachen aufsammelt, behalten. Ich sehe gerade, da braucht man ja echt übel viele von manchen Sachen. Das ist sehr pervers. Kann man Bonder Set Zeug verkaufen? Da gibt es das 5. Avenue, heißt es. Also da kannst du dich entweder hinporten mit dem Zap oder glaube ich, ich weiß es nicht. Wenn ich mir auf die Karte guckst, das langgezogene Teil in der Mitte. Also dieses gleich das erste Stadtding, was ganz in der Mitte ist von der ganzen Karte quasi. Genau. Dieses kleine, schmale, langgezogene Teil, genau da ist auch so ein Verkaufsbrett. Oder ganz oben, ganz am Anfang, wo man reinkommt. Da ist auch ein Verkaufsbrett. Hallo? Hallo? Ah, da ist das Verkaufsbrett. Und gibt's die Steuern nicht Astrup, sondern halt Bonter. Genau. Na, brauchst du jetzt eigentlich noch das Quas Superglue? Ja, genau, ja. Und gleich muss ich ganz kurz noch was pflanzen, dann kann ich ganz schnell zu dir kommen. Und brauch ein paar Schwammerl. Wenn die ganzen Scheiße nicht brauchst, will loswerden. Ja, ich glaube, ich verkaufe die ganze Larvenhaut und Also wenn es irgendeine Ressource Hochwuchsfarbe. ist, die orange umrandet ist oder lila oder so, dann lieber nicht. Nicht. Ja. Naja, bei Eschenholz und Drachenlegg. Ach, und Larvenhirn. Was? Larvenhirn. Larvenhirn. Geil. Scheinbar auch nicht so gut. Ich würde es mal länger als 24 Stunden reinstellen, weil, naja, schaut ja nicht jeder jeden Tag rein, weißt. Dauert es ewig, diese scheiß Mushrooms zu pflanzen, ey, ich werd wahnsinnig. Das ist schon krass.
Ich schreib so Hi, wenn mir einer über den Weg läuft. Und er so, irgendwas Spanisch. Und ich so, German Fragezeichen? Englisch Fragezeichen? Und er so, Espanol Fragezeichen? Ich glaube, ich gehe wieder zurück nach Astrup, wie ich ja den Ressourcen. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu hart für dich, oder wie? Nee, die Ressourcen, die kann ich ja nicht abbauen. Ach so, wieso? Weil ich erst hier Fischer Stufe 5, Bergmann Stufe 11, Bauer Stufe 5, Ach so, Förster Stufe ah, 2. Ich habe ja okay. kaum Bäume gefällt, weil ich keine gefunden habe. Ja gut, in Astrup, da Aber habe ich jetzt auch bin vorhin ich probiert, wieder Bäume zu voll. finden, das ist katastrophal. Aber Esche gibt's in Bonta, wenn du quasi gerade runter gehst, also wenn du jetzt mal aus Charaktersicht, du kommst an in Bonta und dann gehst du gleich links, das erste große Insel, gehst du dahin. Da habe ich nämlich letztens erst Esche gepflanzt, also vor 2, 3 Stunden. Da dürften Okay. tausende Eschen stehen. Da stehen auch Kastanien und andere Sachen. Also so noch nicht auf die große Brücke, sondern Ja, direkt auf die Insel. Die ganz große da daneben da gleich. ist auch Eisen, perfekt. Mal schauen, was ich hier anpflanzen kann. Ah, da kann ich sogar Eschen anpflanzen. Gut. Wo siehst du das, was man anpflanzen kann? Wenn 90% dort steht. Ach so, ah ja, logisch, ja dann, ja logisch. Ich dachte nur, du hast rausgefunden, wie man sieht, was man anpflanzen kann, bevor man es anpflanzt. Ich noch irgendwelche Samen, Distelsamen. Ja, Disteln pflanzen. Ja. Die brauche ich nämlich gleich tonnenweise. Also nicht die Echt? Disteln, sondern die raren Disteln. Brauche ich Ah, ich soll eine. jetzt vielleicht ein wenig versteckter anpflanzen. Ja, ist ja egal. Ich brauche einfach nur eine rare Distel. Da kann ich mir so einen Armor-Workshop machen, dann kann ich auch Rüstungen endlich mal herstellen und so ein Scheiß. Klar, kann ich so jetzt auch, aber jedes Mal so eine Schmiede aufsuchen ist halt schon für den Arsch.